Guten Morgen nach Deutschland. Wir haben jetzt Montag, nee, Dienstag, scheiße. Guten Morgen nach Deutschland. Wir haben jetzt Dienstag früh um 7:30. Das Wetter hat sich sehr beruhigt, es ist überhaupt gar kein Wind mehr da. Wellen sind trotzdem da. Da oben stehen wir mit unseren Abis. Und da gibt es jetzt noch kurz Frühstück und dann müssen wir auch schon los. Verpasst. Der Daniel hat nämlich gerade mit der Fliegenpatsche versucht, sein Spiegelei aus der Pfanne zu holen. Alles gelogen. Unser Wohnmobil ist abfahrtsbereit. Wir fahren jetzt nach Huntsville. Da ist eine Maple Farm, eine Ahornsirup Farm. Fahrzeit ist roundabout 1,5 Stunden. Heute fährt mal der Adrian mit. Hallo Adrian. Und jetzt geht's gleich los. Ja, 2 Stunden Fahrt auf der Autobahn sind wir jetzt hier auf der Ahornsirup-Farm und da haben wir jetzt eine Führung. Wir sind noch ein bisschen zu früh, aber ich denke, wir fangen ein bisschen früher an und schauen uns mal an, wie man aus den Bäumen Ahornsirup macht. Quizfrage, was ist das? Und hier auf dem Kennzeichen steht die Lösung. Ja, hier ist der ganze Wald verkabelt. Aber nicht mit Stromkabel, sondern mit kleinen Schläuchen und die werden dann an die Bäume angestöpselt und dann läuft langsam das Ahornsirup dort raus. And boiling hard the whole time, and eventually we'll come out of this corner. Boil March 2nd and our last boil April 14th. I kept track of the weather, the temperature, the sugar content starts low all, every year it's low and then goes up. The high was 2.7% sugar and then starts going down. And when it starts going down and these temperatures go up, ich stehe hier gerade in der Sugarbush Hill Farm in Kanada und wir hatten hier gerade eine sehr interessante Führung, wie man Ahornsirup herstellt. Und die ganze Fabrik hier wurde vor 4 Jahren aufgebaut, macht ca. 3000 Liter Sirup im Jahr. Dazu braucht man das 40-fache an Flüssigkeit aus dem Ahornbaum, also aus einem Ahornbaum bekommt man ca. 40 Liter Saft und aus den 40 Litern Saft ca. 1 Liter Sirup. Die Produktionszeit von dem Ahornsirup ist immer zwischen Mai oder zwischen März und April, weil da nur die Temperaturen im richtigen Fenster sind. Also wir haben gelernt, dass dass es nachts Minusgrade haben muss und tagsüber dann Plusgrade, damit der Saft anfängt den Baum hoch und runter zu wandern und dann natürlich auch durch die Löcher abfließen kann. Er hat 40 Hektar Land hier und auf 20 davon hat er seine 3200 Bäume, die er in ca. 7 Tagen alle komplett anbohren muss. Da hat er natürlich viele Helfer und das ist im Prinzip dann hier mit so einem Plastikschläuchen wird es dann im Prinzip
an ein Vakuumsystem angeschlossen und es läuft dann alles zusammen zu einer Pumpstation und dann wird es im Prinzip hier in die Fabrik gepumpt und weiterverarbeitet. Und ja, das war echt eine sehr, sehr interessante Führung und die war echt supi. Guten Tag hier vom Sugarbush Hill Maple Farm in Huntsville, Ontario. Wir sind einen schönen Tag hier. Ich habe 16 Leute von der Augsburg Area, wie sagt man das, here today. They just took a maple tour and sie haben Ahornsirup geschmeckt und auch Ahornsenf und ein bisschen Ahornbutter auch und ganz schön viele Flaschen gekauft. Und ich sage schönen Tag von Kanada zu Deutschland. Auf Wiedersehen. Ja, wir sind jetzt am Campingplatz angekommen, sind auf unserem Campingground, jetzt an unserem Stellplatz und checken jetzt mal die Lage. Die Jungs machen hier gerade Strom. Ah, hier die schöne Feuerstelle, ein Tisch. Die anderen suchen gerade da drüben ihren Parkplatz. Hier sind auch gleich Toiletten und Waschhäuser, also gar nicht weit weg. Und ich glaube, langsam ist es mal wieder notwendig. Ja, wir suchen jetzt gerade den See und mitten laufen in der Pampa. Mitten durchs Gemüse. Mal schauen, ob wir irgendwann da rauskommen. In Provincial Park. Genau, hier sind wir jetzt. Und jetzt sind wir hier an unserem Campground und da ist auch ein kleiner See mit dabei. Und wir wollen jetzt gerade eine kleine Runde gehen und haben hier schon die ersten wilden Tiere gefunden. Vor uns sind es, glaube ich, Gänse. Willkommen bei den Pfadfindern. Wir laufen hier den typischen Wildpfad in Kanada, weil in Kanada ist alles größer und breiter und deswegen haben auch die Tiere hier größere Wildpfade angelegt. Wir sind gerade hier mitten im Wald auf Bärenjagd. Mal gucken, ob wir heute einen sehen. Wo ist die Kamera? Ich kann nicht schimpfen, aber ich kann was du sagst. Adrian, pass auf! Ja, mach ich doch! Wir sind jetzt wieder an den Avis. Wir werden uns jetzt alle mal frisch machen und dann werden wir kochen. Wir stehen jetzt hier neben unserem Lagerfeuer. Mittlerweile ist es in Kanada auch Nacht geworden. Es gibt hier nur Abendessen, Schinkennudeln, Maiskolben, Geschnetzeltes. Und ja, morgen haben wir einen ziemlich großen Ritt vor uns, über 300 Kilometer. Da fahren wir zum Tim. Den haben wir schon am Vorbereitungswochenende in Haus Kienberg kennengelernt. Und da melden wir uns dann morgen früh wieder. Bis dann, gute Nacht oder eher guten Morgen.
Edit PS sozusagen. Julia zeigt uns noch schnell, wie man sich professionell mit Mückenspray im Gesicht einsprüht. Auf geht's, Julia. Okay.